Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hype the Time Quest. Beim letzten Mal haben wir uns den Almanach aus dem Laboratorium geschnappt und jetzt machen wir uns auf den Weg in den Himmel zu dem Alchemisten des Königs, denn der hat den König verraten, Tuscan des Dritten, und bereitet jetzt die Ankunft des Schwarzen Ritters vor im Himmel, indem er einen schwarzen Turm baut. Und unser Weg in den Himmel führt natürlich über Zartila. Du willst den Himmel untersuchen, um Enostus wiederzufinden? Ich bin sehr glücklich, dass meine Aufgabe als Hüter des Juwels der Tugend beendet ist. Jetzt kann ich deine Taten nicht mehr voraussehen. Für mich ist das jetzt eine Mission, die mich den Menschen, ihren Freuden und Sorgen näher bringt. Na gut, willst du jetzt auf meinen Rücken steigen? Aber natürlich. Denn wir brauchen ja immerhin diesen Almanach. Ich verzichte jetzt mal darauf, den zweiten Almanach schon Gustus zu bringen. Das machen wir dann alles in einem Rutsch, damit wir dann auch schön schnell in die nächste Ära reisen können. So, Himmel. Ich habe heute schon einen Erkundungsflug gemacht. Dabei habe ich den Gipfel eines merkwürdigen Gebirges gesehen, das in die Wolken hinaufragte. Und das ich noch nie vorher gesehen habe. Wir sollten uns das mal ansehen. Tun wir das. So, wir dürfen speichern. Das mache ich natürlich. Denn es werden garantiert wieder gegnerische Drachen angreifen. Ja. Genau, so fliege ich. So, diesmal müssen wir nicht, wie vorher auch, die Energieprismen einsammeln. Sondern diesmal müssen wir den Turm finden. Oder zumindest den Anfang des Turms. Und den Anfang gebaute. Kann ich eigentlich den Drachen aus seinem Nest rausschießen? Ja, ich kann ihn abschießen, immerhin. Ich finde es faszinierend, wie riesig hier diese Welt ist, über die wir drüber fliegen, obwohl wir nur so ein ganz kleines bisschen davon wirklich zu Fuß erforschen können. Dann stellt euch das mal vor, wenn wir wirklich so eine riesige offene Welt hätten. Das wäre echt cool. Aber nun gut. Lasst mich doch bloß in Ruhe. Ich will doch nur hier hin. Durch die Wolken. So viel dazu, dass die Freiheit über den Wolken grenzenlos ist, ne? Natürlich. Solange man nicht von anderen Drachen angegriffen wird, scheint das ja auch zu stimmen, aber... Ah, geh weg. So. Das ist das seltsame Gebirge, hä? Huh? Moment. Ich glaube, ich muss erstmal drehen. Ich weiß nicht genau, wie ich das anfliegen muss. Muss ich da in die Mitte reinfliegen? Nee. Aua, aua, nicht festhängen, nicht festhängen. Dankeschön. Muss ich hier unten rein? Ich hoffe, das hängt sich jetzt nicht auf. Wo muss ich hin? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Ach, ich war gar nicht in der Mitte. Okay. Was muss ich tun? Hallo? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich weiß nicht genau, was ich tun muss. Ich bin eindeutig richtig. Das sagt mir der Kompass, aber ich weiß nicht genau, wo ich hin muss. Und ich bin gleich tot. Das ist nicht so schön. Hallo? Hallo, hallo, hallo? Ist jemand zu Hause? Außer gegnerische Drachen? Ich kann auch nicht weiter nach unten fliegen. Hier vielleicht? Nee, da treffe ich auf eine unsichtbare Wand. Und damit bin ich tot. Ja, Spiel beendet. Super. Das hat ja wunderbar geklappt. Ich habe keine 2 Minuten gespielt. Okay, doch, es waren mehr als 2 Minuten, aber... Bitte sag mir nicht, dass ich jetzt ein neues Spiel angeklickt habe. Nein! Zurück zum Hauptmenü, bitte. Ja, super. Das funktioniert ja wunderbar. Hier, so laden wir das nochmal. Und fliegen wir halt nochmal durch den Himmel dahin. Denn wir haben ja nichts Besseres zu tun gerade. Und ich hoffe, ich finde diesmal heraus, wo ich hin muss. Also, habt ihr gesehen, wo ich hin muss? Also, das war definitiv die richtige Insel. Das hatte auch die vernünftige Form, aber... Fragt mich nicht, wie ich da hinkommen soll. Ich bin mir auch sehr sicher, dass wir hier richtig sind. Ich meine, sonst wird mir da oben auch nicht auf dem Kompass der Turm angezeigt. Und ich hätte auch nicht mit Zartila das Gespräch führen können. Also so ist es ja nicht. Richtig sind wir schon. Aber was ich genau tun muss, das weiß ich nicht. Ja, zumindest dürfen wir jetzt noch ein paar Drachen verdreschen oder verbrutzeln. Ich frage mich, wie Drachenfleisch schmeckt. Also... Bestimmt wie Hühnchen, aber ich würde es trotzdem gerne mal essen. Komm,
schauen. Lasst mich doch alle in Ruhe. So. Vielleicht, wenn ich von hier aus ranfliege. Nein. Ist der gerade... Nein, er ist nicht gestorben, weil er nur dagegen geflogen ist, oder? Aua. Das hat wehgetan. Ja, was muss ich denn tun? Kann ich hier runter? Nein, kann ich... Da muss ich hin. Okay. Wunderbar. Schön, dass ihr mir das auch sagt. Immerhin, es geht weiter. Ich mache Fortschritte. Das ist ja schon mal etwas. Der schwarze Turm. Eratascans des Dritten. Sieht ja sehr einladend aus hier. Gucken wir uns erstmal um. Ist hier hinten irgendwas Geheimes so? Vielleicht ein paar lila Tränke, violette Tränke könnte ich sehr gut gebrauchen. Hier sollte ich wahrscheinlich nicht runterfallen. Da geht es wahrscheinlich sehr tief hinab, ja. Nee, okay. Ja, dann bleibt uns ja eigentlich nur übrig, da reinzugehen. Ist da in der Ecke noch was? Nee. Gut, dann wollen wir es mal wagen. Sieht hier alles ganz nett aus. Blaues Feuer, hm? Interessant, interessant. Man merkt schon, dass wir bei einem Alchemisten zu Hause sind bei diesen Spielereien. Weil normaler Mensch hat nicht mal eben so blaue Fackeln bei sich im Zimmer hängen. Oh, und ich erinnere mich ein bisschen an diese Stelle. Jetzt weiß ich ja glücklicherweise, dass ich die Geister töten kann. Früher habe ich diese Stelle gemacht, ohne die Geister zu töten. Und bin hier einfach durchgesprintet. Ja, das war nicht schön. Das war echt schwer. Res Historica. Diese Stiche zeigen die Vertreter des Bösen im Laufe der Zeit. Enostus, den genialen Gründer dieses Ortes, der herausgefunden hat, dass die Geister der hier abgebildeten Personen zum Leben erwachen, wenn man das Symbol des Bösen in drei Teile teilt. Dieser Raum ist eingerichtet worden, damit sich der schwarze Ritter heimisch fühlt. Okay, das Symbol des Bösen... Okay, hier kommen immer mehr. Ah, ich verstehe. Sie kommen immer wieder zum Leben. Solange wir das Symbol des Bösen nicht zusammenführen. Was auch immer das Symbol des Bösen ist, das werden wir gleich mal herausfinden. Ich denke mal, das da ist ein Teil davon. Sehr gut, genau, nimm es an dich. Und da ist auch so schön ein Drache abgebildet. Hallo? Nee. Wobei, Moment, sollen nicht die Verstorbenen zum Leben wiederkommen? Das heißt, das sind Geister von Drachen? Theoretisch? Das ist natürlich interessant. Die haben eine sehr interessante Form. Ich würde ja eine coolere Form erwarten für Drachengeister. Hallo? Oder Geisterdrachen, so wie in Heroes of Might and Magic 3. Beziehungsweise den zugehörigen Might and Magic Spielen. Aber du hast jetzt das Symbol Bös. Okay, das ist quasi wie die Lilie, die ihr da ja auf unserem Wappen sehen könnt. Bloß ein bisschen anders. Das ist, glaube ich, alles auf den Kopf gedreht. Oder? Das Teil in der Mitte könnte normal sein, aber die anderen beiden Teile an der Seite ist umgedreht oder so. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist es zusammengeführt. Das heißt, jetzt sollten hier keine Geister mehr erscheinen. Ich habe es, wie gesagt, halt vorher gemacht. Ich habe das alles zusammengeführt, ohne die Geister zu besiegen. Dann sind sie verschwunden. Habe ich noch... Ja, ich trinke mal einen roten Trank. So. Ich kann mich hier nicht umsehen. Das ist ein bisschen doof, aber das scheint sowieso nicht weiter zu gehen. Oh, Musik. Das verheißt nichts Böses, nichts Gutes. Ich bin auch schon so voll durch den Wolf gedreht. Hallo? Voll durch den Wolf gedreht. Ich weiß, ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Ich laber gerade nur Blödsinn. Aber sehr gut, wir sind schon, wir haben anscheinend einiges an Kraft zugenommen. Was muss ich hier tun? Kann ich das Symbol des Bösen benutzen, zufällig? Einmal nach... Kann ich das Symbol Bös benutzen? Irgendwas? Aber das wollte ich nicht. Geld. Ey, das Geld wollte ich gerade aufsammeln. Komm, stirb. Dankeschön. Also ich würde jetzt mal vermuten, dass ich irgendwas mit den Totenschädeln machen muss. Aber ich habe keine blasse Ahnung, was genau. Ansonsten gibt es ja auch nicht viel weiteres, was ich tun kann, oder? Ich sehe jetzt gerade nichts, außer eben auf die Skelette eindreschen, aber die kommen ja leider immer wieder zum Leben zurück. Die magische Eiche, die nehme ich sehr gerne mit. Vielleicht muss ich den richtigen Totenschädel erwischen. Moment, hier geht's weiter. Doe. Das ist natürlich super. Okay, links oder rechts?
Ah, rechts erstmal. Nehmen wir doch mal mit, was hier in der Truhe drin ist. Ein grünes Kraut, das ist nicht euer Ernst. Essen wir das doch direkt mal. Ich brauche sowieso neue Magie. Was haben wir denn hier unten? Ein Gitter und ekelhafte grüne Brühe. Und wieder das Symbol des Drachen und Gegner. Mal schauen, ob ich den so ein bisschen von hier oben treffen kann. Na toll. Muss ich wahrscheinlich hier rumgehen. Ich hoffe, der sieht mich bloß noch nicht. Ich dachte gerade, da oben wäre ein Bienennest hier unten, aber das kann eigentlich nicht sein. So, ich hoffe, du hast keinen Bogen oder Wurfmesser. Er hat Wurfmesser. Aber er kann sie nicht hier hochwerfen. Na, das ist praktisch. Aber leider bringt uns das auch nicht so viel. Aber er wird unter meiner... Ah, da ist ein Bogenschütze. Der muss... Ach, natürlich. Wurfmesser und ein Bogenschütze und... Klar, warum nicht direkt noch ein Drachen? Oder ein verdammten... Oh, ich habe einen violetten Trank gesehen. Da ist ein violetter Trank gekommen. Ich weiß nicht genau, ob er ihn gedroppt hat oder ob er einfach so gespawnt ist. Aber den nehme ich natürlich sehr gerne mit. Den werde ich noch sehr gut brauchen können. Okay, und jetzt? Ich sehe wieder keine Öffnung. Muss ich hier in der Mitte stehen? Ja, da geht's weiter. Alles sehr gut verwinkelt und versteckt hier in diesem schwarzen Turm. Ja. Na, komm. Geh kaputt. Pfeile, ja, habe ich ein paar verschossen. Brauche ich aber nicht so dringend. Ich benutze die nicht so gerne. Na, komm. Geh kaputt. Eine Eichel. Sehr schön. Das hält zumindest ein bisschen Lebensenergie, was sehr gut ist. Und noch eine Eichel. Ach, das sehe ich sehr gerne. Okay, da geht es... Okay, doch, da geht es anscheinend weiter, aber hier komme ich nicht durch. Hier kann ich mich noch so ein bisschen durchquetschen. Das ist natürlich eine super Sicherheit. Also, was haben wir denn hier? Das ist sehr interessant. Gucke ich mir gleich an. Erstmal gehe ich hier hoch, denn hier war ja noch eine Schrift. Res Historicae. Wenn die Symbole der Geister vereinigt sind, werden sie zu einer Energiequelle, die fähig ist, einen Menschen zu teleportieren. Diese geniale Erfindung ist das Werk des berühmten Alchemisten Enostus. Und das ist natürlich sehr schön. Wir haben hier quasi Teleportzellen. Wenn wir das Symbol hier einsetzen, werden die aktiv. Und jetzt ist natürlich nur das Problem, dass wir die richtigen Teleportzellen wählen müssen. Und das ist gar nicht mal so lustig. Also wir fangen einfach mal hier an und schauen, wohin uns das führt. Ja, genau. Wir sind genau wieder im selben Raum rausgekommen. Müsste zumindest sein, dass das Symbol da ist, der Text, und da kommen wir her. Okay, den Teleporter können wir also erstmal abhaken. Nehmen wir doch mal rot oder blau. Nehmen wir erstmal den... Obwohl... Nein, wir gehen gegen den Uhrzeigersinn vor, also nehmen wir erstmal den roten. So. Das sieht doch schon mal nach einem anderen Raum aus. Jetzt ist die Frage... Wenn wir den roten nochmal nehmen, bringt er uns wieder zurück dahin, wo wir herkommen, oder bringt er uns in einen anderen Raum? Okay, der bringt uns wieder dahin zurück, wo wir herkommen. Dann nehmen wir den doch nochmal und schauen dann mal, was als nächstes kommt. Nehmen wir dann mal den blauen. Wir gehen im Gegenuhrzeigersinn vor. Und das ist derselbe Raum, oder? Der blaue Teleporter führt uns wieder in denselben Raum, da bin ich mir relativ sicher. Das kann man ganz leicht überprüfen. Wenn ich hier reingehe. Ja, okay. Alles klar, dann erstmal den roten und dann versuchen wir da noch den grünen Teleporter. Und schauen mal, wo wir rauskommen. Ist doch grün, oder? Kann man das gelb, als gelb bezeichnen? Nee, ne? Okay, ein neuer Raum, diesmal mit 4 Teleportern. Doch, das ist ein gelber Teleporter da. Okay. Gehen wir doch mal in den blauen. Schauen wir mal, wo der uns hinführt. Ah, okay. Interessant. Hier wollen wir hin. Allerdings gehe ich nochmal zurück, denn hier in diesem Teleporter-Labyrinth erwartet uns noch etwas, was ich wirklich sehr gerne hätte, was ich gerne mitnehmen würde. Und ich hoffe, das ist in dieser Kiste. Schauen wir mal rein. Hallo? Nein, es ist nicht in dieser Kiste. Okay. Aber Plastik sind auch sehr willkommen. Ja, jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst, in welchen Teleporter ich gegangen bin. Okay, wir sind wieder hier. Der Teleporter bringt uns
dahin, wo wir wollen. Und der hat uns dann wahrscheinlich zu der Kiste gebracht, oder? Ja, der hat uns zu der Kiste gebracht. Okay, dann gehen wir nochmal zurück und probieren hier die anderen Teleporter aus. Ich vermute, der rote bringt uns zurück. Keine Ahnung, schauen wir mal. Der grüne, wo bringt uns der hin? Nein, der grüne bringt uns zurück, okay. Nom, 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 nom. Moment, war das der? Nein, der blaue bringt uns in den Raum zurück. Der gelbe bringt uns weiter. Was macht der rote? Der bringt uns ganz an den Anfang zurück. Okay. Dann ist alles klar. Dann müssen wir erstmal den blauen nehmen, um in den Raum... Nein, gar nicht wahr. Wir müssen den... Hä? Müssen wir nicht den blauen nehmen? Oder hat man den blauen gar nicht ausprobiert? So, aber jetzt müssen wir den blauen nehmen, oder? Nein, der blaue bringt uns... Ah, der blaue bringt uns hier zurück. Okay. Dann müssen wir den gelben stattdessen nehmen. Ja, das ist vielleicht gar nicht mal so spannend für euch, aber ich möchte das jetzt machen. So, der gelbe bringt uns weiter. Nein, der gelbe bringt uns in den Raum mit der Kiste, ne? Das heißt, da möchte ich jetzt hin. Der blaue hat uns zurückgebracht. Das heißt, ich nehme nochmal den gelben. Nein! Verdammt! Okay, rot. Dann war es gelb. Oder? Jawohl. Dann nochmal gelb. Und dann rot. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Oder war es blau? Hm. Ah, okay. Ich glaube, wir sind hier richtig. Ich hoffe es zumindest. Ja, seht ihr das? Deswegen wollt ihr hier hin. Es gibt hier den letzten Zauber in dieser Ära. Sehr schön. Und den kann man natürlich sehr leicht übersehen, weil man geht durch dieses Teleporter-Labyrinth und kommt weiter und denkt dann, ach, da ist nichts mehr. Du bist jetzt Meister der Magie, Magier Glacia Heiligenschein. Sehr gut. Die probieren wir doch auch gleich mal aus, wo wir doch schon mal hier sind. Mit den ganzen Fässern als Übung drumherum. Und... Bam. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Was war das denn? Habe ich das Fass eingefroren, weggeschleudert? Macht ein sehr seltsames Geräusch. Sehr krasses Geräusch. Aber nun gut. Wie war jetzt nochmal der richtige Weg? Das ist hier die Frage. Also erstmal rot, so viel ist klar. Dann war es gelb und dann blau. Kann das sein? Ich glaube schon, oder? Probieren wir es mal aus. So, das hier noch. Jawohl, das war richtig. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, wo gehen wir lang? Wir können hier links und wir können rechts lang. Führt das beides in denselben Raum? Hier haben wir erstmal ein Speicherpult. Das führt beides quasi in denselben Raum. Ich gucke mal auf die Zeit. 20 Minuten haben wir noch nicht ganz voll. Ich habe noch 2 Minuten. Ich werde trotzdem eben speichern gehen und dann gucken wir uns mal an, was in diesem Raum ist. Das sieht ja so aus, als wäre das Enostos-Raum. Denn da blubbert es so schön und da standen Apparaturen rum. Das heißt, wahrscheinlich erwartet er uns hier. Jawohl, da ist er. Enostos. Was tut ihr da? Und vor allem, was ist das für ein Gerät, das da steht? Auf jeden Fall ist da auch der Eimer nach. Und da hinten schwebt eine Rüstung. Ich würde weniger Zeit verlieren, wenn die Rüstung nicht dauernd umfallen würde. Ich muss mir unbedingt diese Rüstung anlegen, ehe der schwarze Ritter kommt. In meinem Alter werde ich bald nicht mehr ohne sie gehen können. Ah. Das heißt, er versucht... Kann ich irgendwie schleichen? Nee. Ah, okay, er sieht uns trotzdem. Ich wusste, dass du mich suchen würdest, wenn du von meinem Abgang hören würdest. Du willst meinen Almanach? Zu spät. Nein! Ach, verdammt. Na, das lief ja nicht besonders gut. Aber warum weiß er, dass wir hinter seinem Almanach her sind? Schauen wir erstmal, was ist das für eine interessante Rüstung? Ich dachte, das sah erst so aus wie so ein umgedrehter Zauberhut. Aber das soll wohl für den Bart gut sein. Interessant. Kann ich nichts damit machen. Was ist das da für ein Gerät? Ist das sowas wie die magische Rüstung, die wir schon im Labor des verrückten Zwergalchemisten gesehen haben? Okay, da geht's noch weiter. Was haben wir auf der Seite? Da geht's runter, okay.
Wo führt uns das denn hin? Oh. Oh. Das ist aber eine sehr schicke Dekoration für den Schlafbereich. Da hat man doch bestimmt sehr schöne Träume, nicht wahr? Hm. Okay, gehen wir wieder hoch und schauen wir uns mal an, was da noch ist. Wobei, ich glaube, das macht einen schönen Cliffhanger. Ich werde jetzt nochmal schnell speichern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also macht's gut und bis dann.